Sven, was machst du gerade? Hey Freunde, ja, ich bin gerade auf meinem Kanal, wie ihr unschwer sehen könnt. Und zwar geht es darum, ich habe mittlerweile 182 Abonnenten, wie ihr sehen könnt. Und ich habe mir so gedacht, ey, ich muss mal wieder Videos machen. Lange ist es her und ich überlege gerade die ganze Zeit, was mache ich denn jetzt am liebsten? Was ist denn gut bei euch angekommen? Was hat euch interessiert? Ist natürlich auch mal so eine Frage. Und ich scroll gerade hier so durch meinen Kanal durch und werde einfach mal ein bisschen gucken, was ich als nächstes für euch machen kann. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal gemeinsam durch und dann überlege ich mir was Schönes für euch. Ja, Freunde, und da sind wir bei Fortnite. Also Fortnite muss doch das richtige Spiel sein. Jeder spielt gerade Fortnite. Fortnite ist doch so im Mund, weißt du? Okay, und es sieht bei Gustav Gabel, da kennt ihn, glaube ich, ziemlich einfach aus. Das kriegen wir auch hin. Wir springen hier raus. Springen wir nach unter Fortnite. Jeder spielt gerade Fortnite. Fortnite ist das Spiel, um einfach Klicks zu haben, um Klicks zu generieren, um seinen Kanal groß zu machen. Wir müssen Fortnite spielen. Also spielen wir Fortnite. Kommen wir bis dahin hin? Wir werden sehen. 12 seconds later. Habe ich anscheinend noch nicht gesehen. Nee, hat er nicht. Holy shit! Was ist das für Quatsch? Ihr macht One-Hit! Die Drecks-Minecraft-Spieler, nein! Das Spiel ist es eindeutig auch nicht. Das nächste, was spielen wir jetzt? Ja, Freunde, spielen wir Overwatch. Overwatch ist, glaube ich, gut. Also viele spielen Overwatch. Overwatch ist ein sehr bekanntes Spiel. Jeder will es, jeder kann es. Und hey, wir sind ganz gut. Wir sind in Führung. Vielleicht ist das unser Spiel, mit dem wir berühmt werden. Aber, ach, Overwatch-Spieler gibt es auch schon so viele. Ich weiß nicht. Und 50 Live nur noch. Yes, Mann. Tschüss. Yo, Freunde, oder das Spiel? Boah, das haben wir jetzt so ganz gut gemeistert. Aber das ist auch nicht das Richtige, glaube ich. Also wollt ihr das sehen? Dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt. Aber ich glaube, das Richtige ist es nicht. Ja, Freunde, ihr seht's. PUBG. Denn das ist das Spiel, was ihr alle so abfeiern. Das seht ihr euch, guckt ihr euch an. Das hat eine Hassgemeinde, das hat eine positive Gemeinde. Und wir müssen aggressiv spielen. Denn auch hier ist die Devise. Wer aggressiv spielt, wird geguckt. Und wir wollen viele Kills haben. Und deswegen, Military Base? Aber eigentlich muss man so spielen. Normalerweise gehe ich immer gerne hier raus. Aber ich darf jetzt nicht passiv spielen. Wir gehen einfach nach Pushinki. Und wir sind die Letzten, die aus Pushinki rauskommen. Wir sind die Letzten, die aus Pushinki rauskommen. Holy shit! Holy shit, ist das ein Dreckspiel! Okay, also daran sind wir eindeutig auch nicht gut genug. Zurück zu den Klassikern, zum Ursprung, zum Urschleim. Es ist vielleicht nicht das krasseste Spiel, was geguckt wird, aber eigentlich ist es in Vergessenheit geraten, was eigentlich gar nicht wert ist. Ich sage nur, Counter-Strike Source, 1787 Spielstunden, da wäre eine Erinnerung wach. Eine Zeit, die krass war. Aber Source ist vorbei. Freunde, wir fangen an, Counter-Strike Global Offensive auf meinem Kanal zu spielen. Das wird geil. Und zwar, mein Ziel ist es wieder, Counter-Strike so ein guter Spieler zu werden, wie ich es damals in Source war. Und ich finde, Counter-Strike gebührt auch mal wieder ein bisschen mehr Attraktivität, ein bisschen mehr Sicht in der YouTube-Business, denn das ganze Fortnite, das Battle Royale, das ist zwar alles schön und gut, aber die wahre Schlacht, beziehungsweise die wahre Kunst des Aiming, des taktischen Vorgehen, ist eindeutig immer noch Counter-Strike. Und deswegen spielen wir jetzt Counter-Strike auf meinem Kanal als neues Game. Wenn ihr natürlich auch Overwatch sehen wollt, denn das macht mir auch ziemlich viel Spaß, wie ihr gesehen habt, könnt ihr es natürlich gerne sagen, wird auch Overwatch kommen. Aber hauptsächlich geht es bei mir jetzt um Counter-Strike, wenn ihr den Gaming-Bereich gucken wollt. Und natürlich ab und an kommen auch weitere Autovideos, denn auch da habe ich mir was gedacht. Ziemlich interessantes, vor allem für Leute unter euch, die auch gerne Hand anlegen und zwei linke Hände haben oder zwei rechte.
Denn dann könnt ihr vielleicht selbst ein bisschen was an eurem Auto machen. Denn ich werde euch zeigen, wie ihr das Ganze bewerkstelligen könnt. Was es ist, ist noch in der Planung. Ich will noch nicht zu viel vorwegnehmen. Deswegen gibt es jetzt erstmal Gaming und wir spielen jetzt in Counter-Strike Global Offensive.